mehr Frauen in mächtigen Positionen. Das war genau das, was wir heute gelernt haben. Vor allem Frauen gehen verantwortungsbewusst damit um. Was wichtig ist, wir brauchen die Mädchen in technischen Berufen, für Mädchen untypischen Berufen, und wir brauchen aber die Burschen, die jungen Männer im Kindergarten, wir brauchen sie in den Volksschulen und in den Berufen im Sozialbereich etwa und im Gesundheitsbereich, wo sie heute nicht vertreten sind. Wie hat alles angefangen? Vor 107 Jahren hat die Frau Emmy von Stein die Edenbar gegründet. Was natürlich schön ist, von einer Frau gegründet und jetzt wieder in den Händen einer Dame, also das ist schon fein. Tja, seit damals ist sie eigentlich unverändert. Man hat sie immer wieder poliert und gut hergerichtet, aber es ist im Grunde immer dasselbe Lokal geblieben, das sie alle gerne besuchen. Ja, das ist schon ganz was Besonderes, weil den Veranstalterpreis hat eigentlich noch nie ein Gastronomiebetrieb bekommen, und der Barbetrieb Die Eden ist prädestiniert dafür. Es ist ein Unternehmen, das über Jahrzehnte die Stadt mitprägt, ein Traditionsunternehmen, aber auch ein Familienunternehmen und daher in ganz besonderer Art und Weise für uns bestimmend, für die Wiener Wirtschaft bestimmend, aber natürlich auch für das Flair unserer Stadt. Wien machen ja viele Dinge aus, und die Eden ist eine solche Institution, die zu Wien gehört und die Wien ausmacht.